Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten OMSI 2 Folge mit mir und mit Peter. Ja, wir machen wieder Back to the Roots, das heißt wir sind immer noch auf Römerberg und werden heute noch fahren die 60N, und zwar den Nightliner von Römerberg aus nach Grafeneck. Ja, ich werde jetzt mal meinen Bus so langsam vorbereiten. Würde sagen, ich fahre schon mal vor zur Haltestelle. Wir haben zwar noch genügend Zeit, aber ja, ist schon egal. So, Licht sollte man hier auch einschalten. Ja, ich fahre nicht im klassischen Römerberg Repaint, sondern ich habe mir ein anderes Repaint ausgesucht. Und zwar nämlich, ja, wie ihr seht, das ist nämlich Tübingen. Ja, und zwar das Tübinger Repaint. Ja, jetzt würde ich sagen, mal tue ich mal den Bus so vorbereiten. Und zwar fahren wir nämlich den Römerberg, das müsste. Ne, zur Hohenstaufenstraße fahre ich nicht. Römerberg Regionalverkehr. 60N. Aha. 61N bin ich ja schon gefahren, deswegen fahren wir jetzt die 60N. Und zwar. Ja, 23.29 Uhr geht's los. Busbahnhof nach Grafeneck, die 60N. Die werden wir jetzt auch fahren. So, Wetter stelle ich auch ein. ETDS für Stuttgart. Ja, in Stuttgart hat es heute Nacht geregnet. Deswegen, ja, passiert das halt mal. So, dann machen wir mal das hier. Das hier, dann machen wir 21 Uhr, 23 Uhr 27. Na, machen wir 26. Ups, 23 Uhr 26. Ja, ja, ist ja gut. So. Und schildern mal. Und schildern tun wir jetzt mal den Bus. Das ist die 060 04, Route 1, Nightliner Grafeneck. Und jo, passt sogar. Wir fahren über sämtliche Ecken, denke ich mal wieder. Also es wird wieder auf jeden Fall so eine große Tour geben. Ja, wir fahren fast eigentlich alles ab. Und von daher. Ja, Leute, lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen. So, dann machen wir mal Diesler und lass mal einsteigen. Hallo. Moin. Was, nur zwei Leute? Okay. Kleiner Grafik. Ja, wie ihr seht, ich habe hier den Bus ein bisschen modifiziert bzw. machen lassen. Und ja, sieht doch schön aus. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, in 1,8 Minuten geht es auch schon los. Ja, und zwar folgendes. Ich habe die Spezialfolge heute rausgebracht. Wie ihr ja wusstet, habe ich ja gesagt, ich werde zur 500. Aufrufe von meinen Videos, werde ich die Spezialfolge rausbringen. Und das habe ich auch getan. Denn, ja, ich wollte es einfach.
Und ja, die Spezialfolge ist schon hochgeladen. Ihr könnt sie auf jeden Fall schon angucken. Ja, lasst euch da einfach mal überraschen und ihr seht dann, was so kommt, denn ja, ihr könnt es euch ja denken, ne? So, ja, dann gibt es heute dann noch nochmal eine Spezialfolge, aber dann im ETS-Bereich, die werde ich dann mit den Kollegen der von der International Spitfahrlogistik machen. Wann die kommt die Folge? Die wird es heute geben. Nur wann ist die Frage? Und ja, mal gucken, wo die Reise uns hinführt. Würde ich mal so langsam sagen, wir rollen auch schon mal vom Hof. Stuttgarter Straße. Genau, wir fahren nämlich diesmal die 60N. Wir hatten ja die 61N und jetzt fahren wir die 60N. Und dann gibt es noch eine Folge Back to the Roots, nämlich die 62N. Und dann wird es eine Folge definitiv noch geben. Und der Stuttgarter Express. Den wir dann auch noch fahren werden. Wann diese Folge herauskommt, das kann ich euch noch nicht verraten. Aber wird es definitiv noch. Ja, nach den Back to Roots Folgen werden dann, ich denke mal, wieder normale Folgen kommen. Bis zur nächsten Spezialfolge, die dann bei ja, könnte sogar sein, schon bald. Stuttgarter Straße ist geradeaus. Ja, wenn es noch geht, dann haben wir die Spezialfolge. Die nächste, auch nämlich schon da. Und die wird es dann in sich, oder vielleicht, ja, weniger in sich haben. Das sieht man dann. Weitergehen. So, dann machen wir mal den hier raus und machen dafür das hier rein. Ja, ich fahre mit einem ZF-Getriebe und ja, jetzt sehen wir dabei, ne? So, da kommt nichts also raus bei uns. Planck-Institut. Ja, ich fahre wieder mit dem O530er Facelift. In der ZF-Variante. Boah, passt ja alles noch. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt eine schöne Folge werden, den Nightliner zu fahren nach Grafeneck. Und ja, warum denn nicht da? Ja, heute wird es auf jeden Fall auch die normale Folge geben von ETS 2 Multiplayer. Die werde ich nachher noch machen. Ja, bis vor dann die Spezialfolge im Multiplayer kommt. Ja, darauf könnt ihr heute auch noch.
Tja. Mal schauen, was auch heute so der Tag bringt. Und ja, mal gucken. Ne? Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Spezialfolge gefallen hat. Soll ich sowas mal öfters bringen oder nicht? Schreibt es doch in die Kommentare rein. Straße. Boah, was ist denn jetzt hier? Ja, wie ihr seht, ich rede heute Morgen mal nicht so viel, denn ja, ich habe vorhin schon ziemlich viel gesagt und ja, ich spüre es gerade auch immer, weil ich mich ein bisschen losgelassen habe vorhin. Denn ja, wie ihr bereits ja mitbekommen habt, habe ich mich ja über die Karte Gladbeck ausgelassen. Ja, die Folge, ja, hat schon ein bisschen in sich. Pelagusstraße. Denn ja, denn der liebe Herr Kevin Nitschmann, ja, musste mal einen kleinen Denkzettel bekommen, denn ja, das, was so da abgegangen ist jetzt in letzter Zeit in der Community, ja, war nicht mehr lustig. Und deswegen kam die Spezialfolge. Ich will ja nicht behaupten, dass ich, ja, wie soll ich sagen? Ja, Kritik. Alter Markt, Stadtmitte.
bin ich auf alle Fälle, dann würde ich sowas auch nicht machen. Aber wisst ihr, das was der Kevin Nitschmann da produziert hat, naja. Da muss es mal sein, dass da jemand mal ein bisschen mal da, ja. Soll ich sagen, die kleine Notbremse zieht bei ihm, denn ja, er muss es auch mal verstehen. Und ja, aber jetzt mal darüber Schwamm drüber, denn die Spezialfolge ist gemacht. Die nächste Spezialfolge wird es dann wieder geben. Auf jeden Fall. Und dann ja, mal sehen. Ne? Beziehungsweise, ja, die Spezialfolge bei 1:50 wird es definitiv geben. Was das denn für eine Folge sein wird, das verrate ich jetzt mal nicht. Guten Abend. Guten Tag. Eine Tageskarte bitte. Ja, natürlich. Wie kommt sie denn da? Jetzt die Frage, wo kommt der raus? Muss ich mal sehen. Kommt der da hinten raus? Nee, kommt der nicht. Fahren wir jetzt ganz schnell hier raus? Straße. Straße. Trinken sollte man natürlich auch mal was, denn ja, ohne Trinken fühlt man sich nur wie ein halber Mensch, sag ich jetzt mal. Aber es geht ja, ne? So, Ampel, schalt doch mal auf grün, ne? Voilà. Gut, das kann jetzt auch mal passieren.
wieder rechts rein. Das sehe ich so richtig, oder? Jo. Ja, dann würde ich doch mal behaupten, wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Dann bis gleich und stay positive.